Im Register Innenwände, welches wir uns hier in der Masterkalkulation anschauen, gibt es die Steuerung zum einen für die Innenwandtypen, welche Sie hier im ersten Highlight-Bild sehen, die ausgewählt werden kann, beziehungsweise der Wandaufbau Ihnen in vier dieser Steuerelemente dargestellt wird. Hat einfach damit zu tun, der Wandaufbau hier ist theoretisch von der Grundstruktur ein gleicher, kann allerdings je nachdem, was für ein Wandtyp zur Ausführung kommt, entweder projektbezogen anders sein und so wie Sie es bei uns zum Teil sehen, auch schon in der Voreinstellung. Das heißt also, wir haben zwei Innenwandtypen, nämlich Typ 1, Typ 2. Wir haben mal in Klammern geschrieben, tragend, nicht tragend. Das ist nur eine Anregung, bedeutet unterm Strich nur eins, das vom grundsätzlichen Aufbau. Wir haben die Konstruktion, wir haben eine Dämmung in der Gefachung. Achtung, immer dann, wenn es nicht Massivholz ist. Die Massivholzausführungen stehen überall zur Verfügung, außer bei den Installationswänden. Dort würde es keinen Sinn machen. Das heißt also, neben der Gefache Dämmung, haben wir dann auf der Seite 2 eine Beplankung, auf der Seite 1 eine Beplankung, auf die Beplankung kommt dann jeweils die Bekleidung. Das heißt also hier theoretisch eben vier Platten, die auf die Wände aufgebracht werden können. Bitte Achtung, ein Hinweis, Beplankung und Bekleidung wird in unterschiedlichen Gewerken kalkuliert. Das hat was damit zu tun, sollte es bei Ihnen aufgrund unterschiedlicher Ausbaustufen die Möglichkeit geben, dass der Kunde meinetwegen eben die Gips Platten oder ähnliche Werkstoffplatten dann selber aufbringt, wird das dadurch automatisch gesteuert über die Ausbaustufen Eigenleistungs- und Leistungspakete. Deswegen eben hier diese Unterscheidung zwischen Bekleidung und Beplankung ganz wichtig. Gleichzeitig wäre es so, falls eben auch eine Seite keine Beplankung hat, dann wird kalkulatorisch trotzdem dafür gesorgt, dass die Dämmung nicht ausfallen kann, wenn Sie die Wände gedämmt auf die Baustelle liefern. Das heißt also, erstes Highlightbild, Innenwandtypen 1, 2, außerdem die Installationswände und die Trempel- und Abseitenwände. Sie sehen die Voreinstellung hier bei uns im Branchenmodell Holz natürlich schon einmal anders aufgebaut zwischen den Amtseiten und Installationswänden als den normalen Wandaufbauten. Sie sehen dann rechts gibt es noch drei Panels. Zum einen haben wir zusätzliche Bekleidung der Innenwände in Fluren. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, ergänzend zu dem links dargestellten Wandaufbau nur dort, wo Wände an bestimmte Räume grenzen. Im Tooltip wird es explizit nochmal beschrieben. Das sind die Flure mit den Raumnummern 45 bis 47. Das heißt also, wenn wir in der Planung einen Raum markieren, dann sehen wir hier eben immer die Raumnummern. Das heißt also, dass es hier die Möglichkeit gibt, ergänzend zu diesen vier Platten, von denen wir gerade gesprochen haben, zu den Fluren auf jeden dieser Innenwandtypen eben noch eine weitere Platte drauf zu tun. Dies kann ausgeführt werden innerhalb eines Projektes. Wir schauen uns das gleich an, setzt natürlich voraus, dass entsprechende Räume vorhanden sind. Gleichzeitig ist es so, ich bin in der Lage, Sie können hier jederzeit zusätzliche Schallschutzmaßnahmen für normale Innenwände vereinbaren. Das bedeutet, dass in der Planung entsprechend die Information Schallschutz in der Wand aktiviert ist. Und dann können eben hier zusätzliche Maßnahmen, das heißt also Federbügel, Aufbringung unter den Gipsplatten als Beispiel eben kalkuliert werden. Das geht ebenfalls wieder auf allen Wandtypen, bedeutet also lediglich eine Einstellung, die wieder in der Planung entsprechend passiert und ist bewusst eine weitere Variante, die es eben ermöglicht, zum Beispiel eben an Übergängen, wenn das Ganze eben freigeschaltet ist, hier, dass die Schallschutzinformation geändert werden kann. Das ist etwas, was in der Planungsdatenbank steuerbar ist. Der eine oder andere hat dafür entsprechend andere Wände. Das, was diese Schallschutzmaßnahmen eben ermöglicht, ist zum Musikzimmer, zum Kinderzimmer, wie auch immer, entsprechend hier bestimmte Wände mit zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen zu versehen, wird, wie gesagt, gesteuert über die Planung. Dann wird hier ausgewählt, welche Ertüchtigungsmaßnahmen zur Ausführung kommen sollen. Nächstes Panel, was wir haben, ist Sichtfachwerk im Haus. Sichtfachwerk im Haus. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder Sie sagen, das gibt es überhaupt nicht, oder Sie sagen, ja logisch,
In dem Falle ist es so, hier wird die Planungsfunktion Raumteiler verwendet, bedeutet also, dort, wo solches Sichtfachwerk irgendwo zur Ausführung kommen würde, ich mache das vielleicht hier einmal am Treppenübergang, dann wird einfach hier eine Breite, eine Höhe entsprechend eingegeben, dann wird Ihnen dieses Steuerelement entsprechend auch innerhalb des Registers Innenwände aktiviert. Sie können halt die Fachwerkart auswählen und werden in der Lage, eine entsprechende Füllung zu definieren. Sie sehen unten noch das nächste Panel Wohnungstrennwände. Wohnungstrennwände heißt auch hier wieder, kommt direkt aus der Planung. Hier eine separate Steuerung. Sie sehen, dass es gibt hier neben dem Wandaufbau, den Sie auch oben bei den Wänden sehen, mit den unterschiedlichen Beplankungen, mit der Gefachedämmung und so weiter und so fort, noch eine zusätzliche Steuerung. Hier grün dargestellt mit zwischen den Wänden. Hierbei kann entweder eingestellt werden Luftpolster oder Kerndämmplatte, zwei geplante Wände, eine geplante Wand. Das hat jetzt damit zu tun, wie Sie es planerisch umsetzen wollen. Die meisten planen zwei Wohnungstrennwände gegeneinander. Das wäre dann die Variante zwei geplante Wände. Das heißt also, dann wird zwischen zwei Wänden nur einmal diese Kerndämmplatte gerechnet. Wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Sie sagen, nee, Sie planen oder in diesem konkreten Bauvorhaben ist halt nur eine Wohnungstrennwand geplant, vielleicht auch, weil es als Vorwand zu einer Betonwand genommen wird, dann bitte die Variante Kerndämmplatte, eine geplante Wand entsprechend auswählen. Schauen wir uns das Ganze mal in der Kalkulation unseres Beispielprojektes EFH 101 hier einmal an. Ich öffne das Kalkulationsprojekt dafür und wir sehen jetzt hier, dass für das konkrete Bauvorhaben eben nur Anführungszeichen die Steuerebene für die normalen Anführungszeichen, nicht für die Wohnungstrennwände aktiv ist. Wir haben den Innenwand Typ 2 und Installationswände entsprechend in der Planung. Wir haben Flure, sodass hier auch eine zusätzliche Beplankung möglich wäre, haben keine Schallschutzinformationen irgendwo in Wänden separat hinterlegt und auch keine Raumteiler geplant. Das heißt also, wenn Sie sich das Bild von der Masterkalkulation nochmal gedanklich aufrufen, sehen Sie im Projekt wirklich what you see it, what you get. Und wenn Sie jetzt sagen würden, Moment, aber ich müsste doch noch Trempelwände oder Vorwände haben, die hier eben nicht steuerbar sind, wäre das genau der Moment, wo Sie wüssten, okay, Sie könnten im Plan nochmal gucken, weil irgendwas kann von der Steuerung her nicht stimmen. Deswegen immer die Feedback-Variante oder anders formuliert, die Sonderausstattung als Checkliste zum konkreten Plan, dass beides entsprechend auch zusammenpasst.